schönen guten Abend wünsche ich. Hallo. Hörst du mich? Ja. Wie geht's? Gut. Sehr schön. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Eine Frage, nicht mehr als eine geht. Nein, eine, okay. Wie bist du dazu gekommen, den Islam so zu hassen? Aus welchem Grund? Ey, du bist echt ein echter Kevin. Sein Name ist der echte Kevin 99. Das ist ein wahrer Kevin. Du hast gerade bewiesen, dass du echt ein echter Kevin bist. Okay, aber kannst du denn jetzt antworten, wie du dazu gekommen bist oder nicht? Kannst du mal eine vernünftige Frage stellen und deinen Kevin hier ein bisschen einschalten? Ist das nicht eine vernünftige Frage, wie Nein, du ist es dazu nicht. gekommen bist, Islam zu hassen? Zu hassen, zu hassen. An was machst du das fest, dass ich hasse? An was machst du das fest? Du redest den Islam ja so schlecht, dass der Islam redet sich selbst schlecht und macht sich selbst schlecht. Hallo, ey, ich überbringe nur die Botschaft und ich zeige nur, was der Islam ist. Ich erfinde nichts. Ich muss nichts schlecht machen, was schlecht ist. Verstehst du das? Verstehst du den Unterschied? Okay. Ja. Warst du mal Muslim oder? Oh, bitte geh weg, Alter. Der heißt nicht mal Kevin, Alter. Das ist ein eindeutiger Kenneck. Das höre ich an der Stimme. Das ist nicht mal ein Kevin. Ein Fake Kevin. Bist du ein echter Hurensohn oder normaler Hurensohn? Was bist du für ein Yildirim! Yildirim! Geh zu Anne ein bisschen Sucuk essen, ha? Abi, ein bisschen Sucuk essen. Gehst du ein bisschen Sucuk essen? Anne macht gute Sucuk, gute Baklava. Gute Baklava, Yasin Yildirim. Anne, machst du mir Sucuk? Kelmendi Sucuk beste. Albanische Kelmendi Sucuk beste. Jetzt will er wieder rein. Er hat nicht genug Sucuk bekommen. Jetzt will er wieder rein. Hallo. Hallo. Junge, was für verwirrte Menschen. Yasin Yildirim. Hallo, geh zu Anne, bisschen Sucuk essen und dann nach der Baklava, aber nicht nerven. Und erstmal Deutsch lernen ohne so einen Akzent. Guten Tag. Imran, hallo. Geht's dir gut? Ja, dir? Ja, auch, danke schön. Ich wollte nur mal im Namen von den ganzen Menschen hier, also die den Islam schlecht reden wollen, inklusive auch dir. schlecht reden. Ich würde dir auch eine Frage stellen, nicht so wie der Kevin, sondern eine Frage eigentlich, die auch zu dem Christentum passt, wie es auch zum Judentum passt, so wie es auch zum Islam passt, meiner Meinung nach. Komm, schneller, ein bisschen schneller, schlaf nicht ein beim Reden, komm. Ja, aber du kannst schon ein bisschen freundlicher sein. Nein, muss ich nicht, wenn du schon so scheiße Einleitung hast, dann bin ich nicht freundlich. Komm auf den Punkt und tschüss. Gehört es nicht zum Christentum, so über andere Menschen zu urteilen? Ja, gehört. Alle Menschen in eine Schublade zu stellen? Schublade. Ich meine, der islamische Staat, so wie er heute ist, hat rein nichts mit dem Islam zu tun. Sondern der mit? Islamische Staat. Mit was? Im Koran steht, dass wenn man eine Person umbringt, ist es so, als ob man die ganze Menschheit getötet hat. Oh Mann, Märchen, Alter, Märchen. Erstens, im Koran heißt es gerichtet an Beno Israel und nicht an allgemein, und wenn man den Tafsir liest, ein Vers danach kommt schon Tötungsbefehl wieder. was für Leute, Alter. Wer hat mich überredet, TikTok anzufangen? So, hallo. Grüß von einem Bosnier. Ich sag's nur mal so kurz. Deine Sprache ist voll unverschämt. Och. Und Sahir sagt in Bosnien, kannst du Bosnisch verstehen? Jetzt willst du auf Bosnisch beleidigen, ne? Nee, ich sag's, also ich habe dich bei Enes, also Enes Islam gesehen, und da warst du, ja, sagen wir mal, sehr verständlich und sehr freundlich. Ja, ich rede so mit den Leuten, wie sie mit mir reden. Wenn einer normal redet, rede ich auch normal. Du brichst mich jetzt ab. Ja und? Ist auch mein Livestream, Mann. Ich kann dich rausschmeißen, ich kann machen mit dir, was ich will. Ich kann dich abdrehen, ich kann dich rausschmeißen, ich kann machen, was ich will. Du kannst nur, wenn ich so gnädig bin, reden. Mit meiner Gnade darfst du hier reden.
Wenn ich dir die Gnade erweise, wenn ich dir die Gnade erweise, wenn ihr von PC dir die Gnade erweist, zu sprechen, dann darfst du davor nicht. Oh, okay, und das lehrt dich das Christentum oder was? Nein, das ist ihr von PC, so wie er leibt und lebt, verstehst du? Ja, dann was predigst du hier? Ich predige nicht. Das beiseite. Ja, okay, warte, nur das beiseite. Also ich habe dich bei NS Islam gesehen, da warst du ein bisschen verständlicher und freundlicher, aber hier bei TikTok, ich weiß nicht, ob es an dich liegt oder an dieser toxischen TikTok-Community, aber ich... Toxische Männlichkeit, das liegt an toxischer Männlichkeit, deswegen... Ja, okay, also mein Punkt ist es, dass du vielleicht hier irgendwie entweder Leute suchst, die ein bisschen verständlicher sind und nicht nur irgendwie hier miteinander irgendwie rumzuschimpfen oder rum. TikTok hat mich, tut mir leid, TikTok hat mich radikalisiert. Verstehst du? TikTok hat mich radikalisiert. Ja, okay. Ja, dann, also wie gesagt, ich grüße alle von Bosnien. Ich habe da jetzt nichts mehr. Bosnien, hallo, alle liebe Grüße an Bosnien. Ja, genau, ciao, ciao. Oh, oh, und jetzt? Ist das jetzt der Sinn von dem Livestream? Irgendwelche ja, Grüße, Alter? Sind wir hier in irgendeiner TV-Sendung oder was? Hast du eine Frage oder irgendein Kommentar oder was willst du? Ja, nee, also ich will noch nur kurz sagen, ich wünsche euch allen Verständlichkeit in der Religion und ja, keine toxische Benehmung. Ja, das wär's. Toxische Benehmung. Okay, toxische ja, Benehmung. Gut. Jetzt mach mal Rausschmeißung und mach mal weiter Diskutierung. Also, wer wir weiter Diskutierung machen? Machen wir weiter Diskutierung. 1:30 in der Nacht, noch genug Zeit für weitere Diskutierung. Schlechte Benehmung. Was soll ich euch sagen, Leute? Auf TikTok schlechte Benehmung. Weil zu viel Moslems machen zu viel Diskutierung. Zu viel Diskutierung auf TikTok führt zu schlechte Benehmung. Leider. Leider ist so. Sehr viele Leute mit schlechte Benehmung hier auf TikTok. Ich hoffe, nächste Gastung macht nicht so schlechte Benehmung. Herzlich willkommen. Warum du wieder rausgung? Ich habe nicht mal gemacht Rausschmeißung und er schon wieder rausgung. Oh nein, wen habe ich reingeholt gerade? Reinholung! Wie war Sucuk? Gute Sucuk! Sag mal, warst du früher von Geburt Hunsum oder jetzt ein Hunsum? Von Geburt? Anne? Von Geburt? Hat Anne viel Sucuk gegessen vor Geburt? Ich bin später ein Hunsum geboren. Was? Ja? Yildirim. Bist du in Wien? Ich bin in Wien. Komm, mach mal Treffung, jetzt sofort, komm! Komm, mach mal Treffung. Okay, wo bist du? Wo? Wien Hauptbahnhof, komm, Treffung. Mach mal Zerfetzung. Komm. Trink Kaffee nur, ich zahl dir einen Kaffee. Nein, ich will Zerfetzung. Oder willst du für mich arbeiten? Ich mach Fetzung mit dir. Ich mach Zerfetzung, wenn ich dich treffe, mein Freund. Willst du für mich arbeiten? Komm, mach mal Zerfetzung. Fetzen wir uns im Park. Willst komm. Du für mich arbeiten? Ich zahle dir Geld. Nein, Anne, für deine Anne schon genug macht Arbeitung. Er hat Angst vor Zerfetzung. Er weiß, ich mach mit ihm Zerfetzung.